So, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen auf einem ganz, ganz gottlosen Level. Diesmal zwischen dem Rapper Bösemann und dem Reaction-YouTuber Sofian. Er macht ungefähr ähnlichen Content wie ich. Und die beiden haben sich in die Haare gekriegt. Und Initiator des Ganzen war Bösemann. Denn auf das letzte Bösemann-Video, wo wir darauf reagiert haben, ist er komplett auf Sofian geplatzt. Und er ist nicht normal geplatzt auf einer humanen Ebene, sondern komplett unter der Gürtellinie. Wir hören uns das an. Und danach die Antwort von Sofian auf diese heftigen Beleidigungen gegen Mutter und hast du nicht gesehen. Und danach die Antwort von Bösemann auf Sofian, denn er ist komplett geplatzt auf Bösemann und Bösemann platzt jetzt komplett auf ihm. Dann haben wir alle Seiten einmal beleuchtet. Auf entspannten, zurücklehnenden Hasen, let's go. Farid Bang, welcher von Farid Bang ist ja dieser Sofian, dieser YouTuber, dieser so, gottlose Sohn, ja, ja. Dieser YouTube-Content macht. Dieser gottlose Sohn, dieser falsche. Bah, Digga. Bah, 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 schäm dich. Digga, du bist 40, du bist über 40 Jahre alt und du redest noch so, als wärst du 16. Gottloser was? In dieser einen Sachlage habe ich einfach nur meine Art und Weise, wie ich mit diesen Thematiken umgehe, wiederholt. Fertig, aus Ende. Welchem Recht denkst du jetzt, ins Internet zu gehen und mich so zu beleidigen? Bist du krank? Aber es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass du die Eltern von anderen Leuten in den Mund nimmst. Sei es bei Manuelsen oder sei es bei Amar. Und dich danach entschuldigst. Weil du ja einen emotionalen Ausbruch gehabt hast. Wenn du hast graue Haare in deinem Bart. Respektierst du deine eigenen Eltern nicht, damit du so redest? Denn nur ein Mann, der keinen Respekt vor Eltern hat, vor Mutter, Vater, vor dem, was sie in deinem Leben darstellen, nur der redet so. Ich kann es zu 100% nachvollziehen, dass Sofian sauer ist. Wäre ich auch, wäre jeder von uns da draußen genauso. Ich weiß nicht, was im Hintergrund abgegangen ist, was Sofian wohl gemacht haben soll, dass Bösemann so sauer auf ihn ist und direkt auf Mutter gehen. Aber ganz gleich, was für ein Wut man gegen andere hat, auf Mütter sollte man nicht gehen, allgemein auf Familie nicht. Nichtsdestotrotz kann man sich denn nicht davon freisprechen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich im Privaten Ausraster schiebe, wegen irgendwelchen Leuten und die dann von oben bis unten beleidige. Und warum macht man das? Weil man den Gegenüber verletzen will. Kannst du jemanden verletzen, indem du ihn persönlich angreifst und beleidigst? Ja, kannst du. Kannst du ihn aber noch mehr verletzen, wenn du auf die Mutter desjenigen gehst, die für ihn heilig ist? Ja, natürlich, hundertfach kannst du ihn verletzen. Deswegen, wenn Leute ausrasten, wie ein Bösemann oder auch andere, die sich der Straße widmen und sich quasi da hineinordnen, wenn solche Leute also ausrasten, dann neigen die öfter dazu, auf solche rhetorischen Stilmittel zurückzugreifen. Hier nochmal, für mich absolut das No-Go, aber das sage ich gerade hier in einem klaren Verstand. Ich weiß nicht, was zwischen denen vorgefallen ist, ob vielleicht vorher von Sofian irgendwas kam, wo er vielleicht Bösemanns Mutter beleidigt hat, wovon ich nicht ausgehe. So schätze ich den Sofian nicht ein. Er kommt ja immer sehr sachlich und konkret rüber, sehr vernünftig, muss man hier an der Stelle einfach sagen. Und ich versuche hier einfach so neutral wie möglich zu bleiben, aber diese Aussagen vom Bösemann, die da getätigt wurden, zumindest die Beleidigungen gegen die Mutter, für mich ein absolutes No-Go. Der ist so ein ekelhaftes Stück Scheiße wie du. Echt, was ist genau. Mit dem? Ich f*** sein, wenn ich den sehe, das ist es. Okay. Ganz einfach. Weil er ein verlogener Drecksack ist, ein Hundesohn und fertig. Ja. Es ist ein, dieser Typ ist ein einfach ein hinterhältiger und ein falscher Bastard, ganz einfach. So. Und der hat auch mitgewirkt bei dieser Verbreitung, beim Verbreiten von diesen pädärastischen und so vielen Machenschaften von diesen Leuten. Ja, okay. Genau, der hat mitgebracht. What the fuck? Was faselst du da, Junge? Was faselst du? Bist du krank im Kopf oder was? Ey, diesem Mann geht es anscheinend nicht mehr gut. Ich meine das wirklich ernst. Was faselt er da überhaupt? Was für Weiterverbreiten, Digga? Ich kenne keinen von euch. Ich habe mit keinem von euch Kontakt. Und das ist auch gut so, Digga. Weil es zeigt sich immer wieder, was für ein elendiger, dreckiger Charakter in euch steckt. Du beleidigst hier wahllos Familienmitglieder, die nichts überhaupt mit Social Media zu tun haben. Als wäre es das Normalste für dich auf dieser Welt. Ich weiß, euch passt das nicht, dass ich nicht einer Seite dazugehörig bin. Ich weiß, dir passt das nicht, dass ich neutral bleibe, dass man mich nicht lenken kann. So. Dass man mir nicht einreden kann, wie ich zu machen habe. Aber ich habe es schon mal gesagt. Lieber sterbe ich, als dass mir jemand oft in dieser verfickten Szene sagen kann, was ich zu machen habe. Lieber sterbe ich, Digga. Lieber sterbe ich. Fertig. Aber ich werde hier nicht sitzen. Und ich kann hier nicht mehr sitzen.
Wenn ich monatelang sage, sei besser, sei der Vernünftigere, geh nicht auf das Niveau, wenn ich am Ende des Tages jetzt hier sitzen würde und deine Eltern beleidigen würde, da würde ich meinen eigenen Prinzipien widersprechen. Und ich würde mich schämen. Grund und Boden schämen. Wenn jemand wie du Einfluss auf meinen Charakter hat und dafür sorgt, dass ich gegen meine eigenen Prinzipien verstoße. Mir sind Eltern heilig. Für mich, bei jeder einzelnen Mutter, liegt das Paradies unter den Füßen. Und das sage ich nicht nur so. Es gibt keine einzige Beleidigung von mir, die jemals gegen den Eltern des anderen gerichtet war. Nicht eine bis jetzt. Und ich bin 7 Jahre in dieser Plattform. 7 Jahre. Das heißt, das sind keine leeren Worte, mein Freund. Aber du zeigst dir, was für ein dreckiger Mensch du bist. Und dass du keine Moral hast. Und dass du nicht besser bist, als über die du redest. Ich habe ein paar letzte Worte zu deinen Eltern, mein Freund. Ein paar letzte Worte. Möge Allah ihnen Gesundheit und ein schönes Leben in dieser Dunya geben. Und sollten sie nicht mehr unter uns weilen, möge Allah ihnen das Paradies schenken. Und möge Allah an dem Tag des jüngsten Gerichts mir das Recht über dich geben, für diese Worte, die du hier gerade geredet hast. Ja, das waren sehr starke, sehr harte und direkte Worte in die Richtung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so, auf diese Art und Weise, kann man jemanden auch quasi auseinandernehmen, ohne zu beleidigen. Weil er hat beleidigt, aber nur direkte Beleidigungen gegen Bösemann selbst. Er ist null auf Familie gegangen, ganz im Gegenteil. Er hat sogar der Familie von ihm nur das Beste gewünscht. Aber hören wir uns mal an, was Bösemann dazu zu sagen hat, denn er hat direkt eine Antwort rausgehauen. It was good. Ladies and Gentlemen, mein Name ist Bösemann und ich melde mich abschließend vor dem Kampf noch einmal persönlich an meine Community und an jeden Zuschauer da draußen, der sich jetzt gerade diese Ansprache, ich will es jetzt so ein bisschen so Präsidentenansprache-mäßig machen, halten. So, nein, natürlich nicht, ist ja völliger Quatsch. Ich will kurz Resümee ziehen über die letzten Monate, Wochen, über die letzten Wochen und Monate. Es ist viel passiert, es wurde viel gebellt, es wurde viel Scheiße gefressen, sage ich jetzt mal, von anderen Leuten selbstverständlich. So, jetzt ist der Tag der Entscheidung gekommen. The Judgment Day ist da in 2 Tagen. Wird man aufeinandertreffen, auf den einen oder anderen, wohlgemerkt. Und dann wird entschieden, was entschieden werden muss. So, das ist indiskutabel, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Darum handelt auch nicht dieses Video hier. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal kurz vorab, es gibt noch einige Tickets. Geht drauf auf Access All Artist oder auf fighting.de. Da kann man sich das online anschauen. Pay-per-views, Tickets holen, jetzt noch vor dem Kampf für 12 Euro, soweit ich informiert bin. Am Kampftag 15 Euro. Der sich dieses Highlight sozusagen geben möchte, der ist dazu herzlich eingeladen. Und natürlich, so eine Veranstaltung kostet einen Haufen Geld, soll auch belohnt werden. In diesem Video möchte ich ein paar Sachen erläutern, die jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen in den falschen Hals geraten sind. Ja? So, und zwar geht es um die Platzaxt mit Fator, die wir gestern gedroppt haben. Da war auch die unter anderem die Farid Bang Thematik oder der Skandal rund um Farid Bang. Und der übrigens morgen zwischen 21:30 und 22 Uhr, wie es so schön heißt, da wird das Schwein durch das Dorf getrieben. Also ich weiß jetzt nicht genau auf welchem Kanal hier, aber das Ding wird sozusagen ist ready für die Veröffentlichung, so wie ich jetzt informiert worden bin. Und morgen zwischen 21:30 und 22 Uhr soll das Schwein durch das Dorf getrieben werden. So. Das ist aber nicht das, warum ich jetzt dieses Video mache nochmal, sondern es geht um Sofian tatsächlich. So, ich habe gestern meinen Unmut kundgetan in der Platzaxt. So, habe als Begründung den Farid Bang Skandal aufgegriffen, okay? Und weil ich wusste, dann wird dieser Sofian sich dazu natürlich sich nicht nehmen lassen und da darauf reagieren. Und tatsächlich geht es aber gar nicht um das Farid Bang Spektakel, das morgen jetzt ausgestrahlt werden soll, sondern es geht um ganz was anderes. Es geht um diesen Sofian selber. Um diesen verlogenen Sofian, um den geht's. Ich werde hier jetzt nicht genau ins Detail gehen. Eine kurze chronologische Zusammenfassung. Vor circa 1,5 Jahren hat dieser Sofian ein Video gemacht und hat einen Kampf von Christian Eckerlin kommentiert und hat diesen
So betitelt, Bösemann, nein, Eckerlin, ehrenloser als Bösemann. Ja. Für mich war das so, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt der Ehrenloseste war und dann kam Eckerlin und hat mich abgelöst. Okay, so ist das für mich rübergekommen. Da erinnern wir uns ja noch dran, haben wir auch darauf reagiert. Das war so der erste größere Zusammenstoß der beiden miteinander. Und da hat Sofian sich erklärt, kurz und knapp war, ging es darum, dass Bösemann gegen Sinan G gekämpft hatte. Das war der allererste große Kampf bei Universum, ganz deutsch. Hat zugeschaut und Bösemann wollte Shake Hands machen, mit Sinan G mäßig angedeutet. Sinan wollte auch, dann ist Bösemann runtergegangen und wollte ihn direkt K.O. hauen. Ist erlaubt im Boxen, aber Sportsmanship mäßig gesehen, so also wenn man auf Fairbasis geht, dann ist das nicht so gern gesehen. Und daraufhin bezogen war das von Sofian, warum er das im Titel reingeschrieben hatte. Der ein oder andere kann sich vielleicht daran erinnern, ich hab dann daraufhin, natürlich bin ich daraufhin explodiert und habe gesagt, hey, was nimmt sich dieser Typ da raus? Für wen hält er sich? Für wen hält er sich, dass dieser kleine Schwanz sich da vor eine Kamera hinstellt in seinem Kinderzimmer und denkt, der muss jetzt einen gestandenen Mann wie mich, der sein Vater sein könnte, ja, sich da hinsetzen und mich als ehrenlos betiteln. So, und dann gab es auch eine kurze Korrespondenz zwischen mir und ihm auf Instagram hin und her. Ja, das war nicht so gemeint, das war so gemeint und so gemeint. Es ist mir scheißegal, wie das gemeint ist oder auch nicht. Korrigiert das. Hat er nicht gemacht. Er hat direkt weitergemacht. Das ist dem irgendwie scheißegal. So, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, was diese Typen sich, wie die sich das rausnehmen, einfach hier die Leute so auf diese Art und Weise auf Ehre zu gehen. Ja? Ehrenloser als Bösemann ist, das heißt, ehrenloser geht schon gar nicht mehr. Doch, Eckerlin ist ehrenloser. Ja, und das ist das, was ich meine, wenn zwei Welten aufeinandertreffen. Für einen Bösemann bedeutet Ehre und Stolz sehr, sehr viel. Wir kennen ihn ja mittlerweile. Für den Sofian halt dementsprechend, so wie es aussieht, nicht. Und er hat das im Titel benutzt, um damit Klicks zu catchen. Ist aber ganz normal für einen YouTuber. Das sind halt, wie gesagt, nochmal zwei Welten, die aufeinandertreffen. Während ein Sofian das nicht mal böse gemeint hatte, sondern einfach nur mäßig ein paar Zuschauer mehr catchen wollte mit dem Titel, weil man da noch die Assoziation hatte zwischen dem Bösemann und Sinan G-Kampf mit dem Achillessehnenriss. Und es war halt sehr frisch. Hat man sich halt erhofft, ein paar Klicks mehr zu generieren. Hat diesen Titel geschrieben. Ohne die böse Absicht, gehe ich sehr stark von aus, den Bösemann damit zu verletzen. Aber ein Bösemann fasst das ganz, ganz anders auf. So, das ist halt ganz normal, weil wir nicht alle dieselbe Person sind, sondern jeder unterschiedlich. Auch jeder Charakter ist anders. Bösemann ist seitdem maximal sauer gewesen. Das hat sich anscheinend gezogen bis jetzt. Dem Titel zufolge. So, und diese Leute denken nicht drüber nach, dass es, hey, was ist los, Alter? Wir sterben für Ehre. Wir leben für Ehre. Ja? Wir kämpfen für Ehre. Okay? Und dann nimmt er genau das hier und macht das und macht daraus und macht hier sein Spaß dir sich daraus. Ich meine, die haben ja miteinander geschrieben. Der Sofian hatte die Gelegenheit gehabt, den Titel umzuändern. Es hätte gar nichts geändert, weil das Video hat eh keine Klicks mehr generiert. Videos generieren nach 2-3 Tagen sowieso so gut wie keine Klicks mehr. Hat er aber nicht gemacht, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, mit mir kannst du reden. Mit mir kannst du über Themen anrufen und quatschen. Und wenn ich das verstehe und nachvollziehen kann, dann sage ich, okay, Bro, kein Problem. Man kann dir entgegenkommen. War nicht so und so gemeint. Pralas, kein Problem, kein Ding. Da war auch irgendwas, ich habe das nicht mehr mitgekriegt. Massi stand kurz vor seinem Kampf in Berlin, TikTok Fight Night gegen Berhan. Wir waren sowieso schon zu spät dort vor Ort. Der Hamid Limo hat Massis Kampf statt den 5. noch 2 zurückverlegt, damit wir es rechtzeitig schaffen, weil wir waren irgendwie im Stau. Irgendwie war da ein Marathon in Berlin. Wir sind nicht gut durchgekommen zum Veranstaltungsort. Stresspur des Todes. Das seht ihr ja alles in meinem Vlog. Wir waren da mit 20 Leuten oder so und das war planungsmäßig halt übertrieben kompliziert. So, die Jungs waren alle dort, die haben sich dann so Rollers genommen und hast du nicht gesehen, sind da hingefahren, wir dann noch Massi abgeholt vom Hotel, mein anderer Bruder war mit ihm, richtig, richtig Hektik und so, wir sind kurz davor da anzukommen, Bösemann ruft mich an wegen irgendeinem Video, ich weiß nicht mal mehr, was das war, ey Bro, was ist das für ein Video, da werde ich schlecht dargestellt, blablabla, ich so, nein Mann, ich will dich gar nicht schlecht darstellen, ich hatte den sogar in dem Video gut dastehen lassen, gut geredet über ihn, der hatte das aber nicht gesehen und da war irgendwas, wir haben dann nicht mehr geredet über diese Thematik, ich weiß nicht mehr, was das war, ich hab's jetzt vergessen, aber ich meine, worauf ich hinaus will, man kann miteinander reden. Und ich habe öfters solche Situationen mit einem Böse gehabt oder auch anderen Rappern, mit einem Manuelsen und hast du nicht gesehen. Man
redet kurz miteinander, dann versteht man auch die Sichtweise des anderen, dann ist das Ding durch. Warum muss man denn immer auf stur machen und ständig versuchen, seinen eigenen Kopf durchzusetzen? Keiner hat jetzt dabei was gewonnen, dass dieser Titel beibehalten wurde. Ehrenloser als böse Mann. So, anscheinend für ihn war das sehr viel wert. Man kann ein wenig entgegenkommen und sagen, ja, okay, du hast noch nicht mal mit dem Video was zu tun. Ich nehme das einfach raus aus dem Titel. Eckerlins Kampf, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist aber nur meine Meinung. Da hätte man jetzt diese Situation, die entstanden ist, aus dem Weg gehen können, weil es ist keine schöne Situation. Macht sich da seinen Spaß daraus. So, und ein Jahr später und eineinhalb Jahre später, jetzt um diese Zeit, ist etwas vorgefallen. Er hat mich um etwas gebeten. Ich werde hier jetzt nicht ins Detail gehen. Er wird es vielleicht erläutern oder wird es vielleicht erklären, was da genau Sache war. Ja, ihr könnt euch ja erinnern, nachdem ich bei so einer Internet-Beef-Geschichte hier gestrikt wurde von dieser anderen Bubble, ja, nachdem ich gestrikt wurde, wurde mir ein Kanal weggestrikt, meine Videos wurden gestrikt, mein anderer Kanal wurde mir fast weggestrikt, so, ne, und dann habe ich ja gesagt, so, was ihr könnt, kann ich auch, habe dann auch ein Netzwerk beauftragt und da hat es auch diesen Sofian getroffen und da hat er mich darum gebeten, bitte hier mit meinem Netzwerk zu quatschen, habe gesagt, aber pass auf, unter der Bedingung, du ziehst meinen Namen nicht durch den Dreck, erstens, zweitens, wenn du nicht korrekt über mich reagierst oder berichtest, dann berichte gar nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche dein Gequatsche nicht. Wenn du keine Ahnung hast von einer Sache, rede nicht. Rede nicht. Bleib bei deinem Farid Bang und bleib bei deinem Kollega Reactions. Das kannst du. Darüber kannst du reagieren. Das ist dein Ding. Geh, halt dich von mir fern einfach. Mach dein Ding aber ohne mich. Halt meinen Namen raus. Das war die eine Sache. Und habe ich. Ich kann das hier nicht einschätzen, da ich mir keine Sofian-Videos reinziehe. Aber ich weiß, dass nicht nur Bösemann ein Problem mit ihm hat, sondern ganz, ganz viele andere Rapper da draußen auch. Und nicht nur Rapper, sehr, sehr viele Leute. Wobei ich mir aber auch habe sagen lassen, dass er gar nicht so negativ reagiert oder auf Sachen eingeht. Aber trotzdem mögen ihn die ganzen Leute da draußen nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich gesagt, okay, und ich werde jetzt das Netzwerk kontaktieren, okay? Und die haben auch einen Aufwand, jetzt hier das Ding nochmal zurückzuziehen und dies, das. Muss ich nicht machen, weil, wie gesagt, der Typ hat mich als den Ehrenlosesten bezeichnet. Aber komm, scheiß drauf, habe ich gesagt. Dafür machst du auch was für mich. Das war die Vereinbarung. So war die Vereinbarung. Ah, ich für meinen Teil habe mich an meine Vereinbarung gehalten. Du für deinen Teil hast mich belogen, betrogen, verarscht und verraten. Ja, und das wusste ich aber, dass du so einer bist. So, das wusste ich, dass du so einer bist. Und deswegen gehe ich deine Mutter. Und das ist keine Beleidigung an deine Mutter, weil ich habe dich nicht als Hurensohn beleidigt, bezeichnet. Nein, das ist so, wie ich das gesagt habe. So ist das. Ja, das könnt ihr, du kleiner Schwanzlutscher, kannst das nicht mal richtig definieren, was Mutter beleidigen bedeutet, wie das abläuft. So. Und lass mal dieses Allah, wenn Allah will und wenn, lass doch den Gott raus, lass doch Gott aus dieser Sache raus. Der hat damit gar nichts zu tun, nichts. Nichts hat er damit zu tun. Du bist dafür verantwortlich. Du ganz allein. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Wort halten. Fotze, wenn du kein Wort halten kannst, halt deine Schnauze. Ja? Wenn du kein Mann des Wortes bist, rede nicht. Okay? Weil es gibt Leute wie ich, die nehmen sowas ernst. Ich, Männer wie ich, nehmen sowas ernst. Okay? So, das wollte ich auf jeden Fall mal geklärt haben. Es ging nicht um die Farid Bank-Problematik oder um die Farid Bank-Geschichte, sondern es ging einzig und allein um eine Vereinbarung, die getroffen wurde, an die ich mich gehalten habe, er aber nicht. So, darum geht's. Und noch was. Diese YouTuber und diese Typen im Internet vergessen, dass diese Welt da draußen außerhalb von YouTube auch real ist und man sich früher oder später über den Weg läuft. Genauso wie jetzt in 2 Tagen, wo man sich über den Weg laufen wird. Okay? Oha, der spricht jetzt auch noch eine Drohung aus an Sofian. Er meint mit in 2 Tagen, das Video von ihm ist also gestern aufgenommen worden und gestern erschienen, denn morgen ist ja die große Veranstaltung von Martin. Ich habe jetzt nochmal mit ihm geredet. Ich war ja auch eingeladen mit allem drum und dran. Liebe geht hier an der Stelle raus dafür, dass er so kurzfristig mir alles da organisiert hatte, wirklich alles. Martin Trompeter, AAA. Er hat mir auch die Nummer vom Dino weitergeleitet, der andere Veranstalter dort. Hab ihn noch nicht kontaktiert, ich kam nicht dazu. Wäre sehr, sehr gerne dort gewesen. Es wäre ein ziemlich geiler Vlog wieder entstanden, wie bei allen anderen Events. Ich war ja bis jetzt bei jedem Event dabei. Und das ist das, was Bösemann sagt. So Leute wie ein Sofian oder was weiß ich wer noch da draußen, die sieht man halt nie auf diesen Events. Und mich würde stark wundern, wenn er jetzt das allererste Event, das hier ausgewählt hätte, um dahin zu gehen, um dann dort auch mal vor Ort zu sein. Weil ich sehe immer nur dieselben Leute auf solchen Events. Da ist alles halt so vermischt. Man läuft den Leuten einfach über den Weg die ganze Zeit. Und wenn du halt im Internet eine große Klappe riskierst und sehr viele Probleme mit vielen Leuten hast, dementsprechend könnte es gefährlich werden auf solchen Events, wie man jetzt bei Tweezy gesehen hat. Wir wissen immer noch nicht, wer dahinter steckt, aber das reale Leben ist nicht das Internet. Und trotzdem muss man hier positiv anmerken, dass 99% der Leute im realen Leben
Leben, egal wo man hingeht, korrekt sind und nett. Und es bis jetzt zum Glück bei mir noch nie einen einzigen Vorfall gab. Heißt aber nicht, dass jeder YouTuber/Influencer da draußen verschont bleibt und tun und lassen kann, was er will, nur weil er sich in der Anonymität des Internets sicher fühlt, weil man nicht weiß, wo die wohnen, wo die rumlaufen, bla bla bla. Aber diese Events sind dann auch tabu. Das ist doch eigentlich schade, dass etwas so weit kommen muss. Ich weiß nicht, was für eine Vereinbarung die da miteinander hatten, aber am Ende des Tages kann es ja sein, dass Sofian darüber noch sprechen wird, dass man ein wenig mehr erfährt. Trotzdem, um hier neutral zu bleiben, Beleidigungen gegen Mütter und Familie, absolutes No-Go, aber wir wissen ja, wie das da gemeint war. Bösemann wollte einfach nur den Sofian auf maximalste Art und Weise niedermachen und ihn verletzen. Das hat er mit seinen Worten geschafft. Und das ist dieser schmale Grat, auf dem man sich befindet. Denn solange wir nichts mit der Sache zu tun haben, ist es für uns einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, das ist ein absolutes No-Go, das geht gar nicht klar. Aber ich habe mich selbst vor allem in den letzten paar Wochen sehr oft dabei erwischt, wie ich einfach ekelhafte Beleidigungen von mir gegeben habe, nur weil dieses Jahr nicht das beste Jahr meines Lebens ist, weil sehr, sehr viel Scheiß passiert ist dieses Jahr und alles so surreal wirkt. Trotzdem gibt es uns nicht das Recht, diese Sachen zu sagen, die wir sagen. So viel zu der heutigen Thematik. Meine Meinung habt ihr gehört. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt grün, denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mustard.